Die sieben Strahlen. Das ist ein Riesenthema, wie alle wissen. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich damit und viele andere Menschen auch. Und der Manfred hat vor 4 Wochen einen Vortrag gehalten. Und den würde ich auch empfehlen, dass ihr euch den anschaut, weil der ist gut für die Kosmologie sozusagen. Also es ist die kosmologische Perspektive der sieben Strahlen vom Urknall bis zum Atom ist da gut beschrieben. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte euch die sieben Strahlen näher bringen in Bezug zur Astrologie. Und die Astrologie ist ja ein Schlüssel zur Weisheit. Das heißt, wenn wir über die Astrologie gehen, können wir die komplette Wahrheit in uns erfahren. Das ist eine Menge, finde ich, so ein Schlüssel. Und die sieben Strahlen sind so eine Art Hintergrundstrahlung, die den gesamten Kosmos durchpulst. Und ich möchte euch jetzt über die Bildschirmfreigabe euch mit einer PowerPoint-Präsentation beglücken. Und die werde ich jetzt gleich starten und daran werde ich mich dann entlang hangeln, um nicht allzu weit vom Thema in alle möglichen Nebengleise abzudriften. Und diese Muschel, beziehungsweise worum es dabei geht, darauf komme ich in meiner vorletzten Folie zurück, weil das ist was ganz Spannendes, diese Spirale, die sich da auftut. Und da möchte ich ganz gerne nachher nochmal zum Schluss den Bogen schließen. Und jetzt will das schon wieder anfangen, aber soll es nicht. Das muss ich euch mal alle hier wegmachen, damit ich meine eigene Schrift lesen kann. So. Ja, dieses linke Bild, was ihr da seht, das habe ich mit, also nicht das Original, aber ich habe mit 21 angefangen, diese Farbkreise zu malen. Und ihr seht hier, das sind die sieben Ebenen und die sieben Strahlen, warte mal. Und da drin ist so ein Yin und Yang reingemalt. Dadurch entsteht so eine Perspektive. Und dann habe ich da immer reingestarrt, ja. Also bis das alles ganz hell wurde, fängt das an zu rotieren und zu vibrieren. Und das ist so ein Zeichen, was mich seitdem immer begleitet. Also diese siebener Energien, die faszinieren mich schon seit meiner frühen Jugend sozusagen. Und worüber wir heute sprechen wollen, und ich bin auch über die sieben Strahlen, über die esoterische Astrologie oder eine Abhandlung über die sieben Strahlen von Alice Bailey zutiefst inspiriert worden in dem Alter. Und später hat Meister Ikei und Meister KPK und Val Kool natürlich, also über Alice Bailey, ganz viel Erweiterungsperspektive hier mit reingebracht. Und ich möchte euch heute nur, ich habe ja nur 45 Minuten oder nur noch 40, also ist natürlich völlig unmöglich, das in der Kürze überhaupt zu erfassen, aber ich habe sozusagen einen Fokus gelegt auf ganz wenige Faktoren, an denen man dann weitergehen könnte. Und ich möchte euch zuerst über die sieben Strahlen und die sieben Ebenen etwas erzählen. Und es ist unumgänglich, dass ich euch über die Trinität etwas sage und über die drei Raumgloben. Klingt erstmal sehr abstrakt, aber es ist eine ziemlich klare Sache, werdet ihr sehen. Und dann gehen wir zu dem Einfließen der sieben Strahlen über drei Zeichen. Jeder Strahl fließt über drei Tierkreiszeichen ein. Und das schauen wir uns mal an. Und da das schon dann so verwirrend ist und so komplex, werde ich mich dann auf den ersten Strahl konzentrieren und auch nur das eine Tor des ersten Strahls beschreiben, weil da schon so viel drin, das reicht dann erstmal. Und dann gibt es noch Zuordnungen zu Strahlen und Planeten. Das wird möglicherweise die interessieren, die mit Astrologie arbeiten und darüber auch mit den Strahlen und den Planeten und den Tierkreiszeichen
schauen wollen, inwieweit da die Energien sich ordnen oder wie weit die Hintergrundenergie zu den Strahlen, zu den Zeichen und zu den Planeten über die Strahlen wirken. Ja, und ich glaube, da gehen wir jetzt mal los. Also das da hier, das soll der grundlegende Schöpfungsimpuls sein, ja, der da so eben hervorblitzte. Und das eine Leben, das ist eine Licht, das eine Sein, kommt sozusagen aus dem Nichts oder aus dem Purnam, wie man so schön sagt, aus dem scheinbaren Nichts, das aber ganz voll ist. Das kommt in die Schöpfung und wenn es in die Schöpfung kommt, ist es sofort drei. Also es gibt nicht eins, es gibt auch nicht zwei, es gibt einfach nur immer gleich drei. Das ist eben außerhalb von Raum und Zeit zu verstehen oder eben nicht zu verstehen, sondern einfach erstmal so zu akzeptieren, dass dieses eine dreifache Leben in Erscheinung tritt und nur so in Erscheinung treten kann, sonst ist es nicht da. Also das ist die Grundannahme der zeitlosen Weisheit. Es findet sich überall, auf allen Ebenen, in allen Religionen. Und zum Beispiel, ich habe jetzt mal ein bisschen was aufgelistet, was da sozusagen diesen Trinitätsaspekt mitbringt. Und auf der Ebene des Seins, der Göttlichkeit, ist es der erste Aspekt Brahma, Vishnu, Shiva. Erster, zweiter, dritter Aspekt Brahma, Vishnu, Shiva oder Vater, Sohn, Heiliger Geist oder was immer man da auch auf dieser Ebene als Bezeichnung gewählt hat. Es ist immer das Gleiche gemeint. Es ist nichts Unterschiedliches. Es gibt nicht mehrere Götter, es gibt nur diesen einen. Und das ist ja auch die Grundlage der Theosophie, mit der ich sehr tief verbunden bin und aus der diese Perspektive ja auch kommt, diese Trinitätsperspektive. Jedenfalls für den westlichen Raum. Natürlich ist die viel, viel älter, aber in der Theosophie ist sie zusammengefasst worden und für die heutige Zeit mitgeteilt worden. Und dann gibt es eben auf der makrokosmischen Ebene ist dieselbe Trinität, Leben, Qualität, Erscheinung präsent. Also das sind die drei Qualitäten, die jeweils in Erscheinung treten. Und hier ist es bei den Strahlen, deswegen rot hervorgehoben, ist es der erste Strahl, der als Wille bezeichnet wird und der zweite Strahl als Liebe und der dritte als Aktivität. Man kann auch sagen, Vater, Mutter, Kind, das ist im Grunde genauso auf einer tieferen Ebene. Solar ist es das elektrische Feuer, das solare Feuer und das Reibungsfeuer. Das heißt, unsere Sonne besteht aus diesen drei Feuern und das im Übrigen auch physikalisch so. Die Corona umherum ist eben das Reibungsfeuer. Daran haben wir uns ja auch in den letzten zwei Jahren viel gerieben. Also da gibt es auch einen Bezug. Und dann haben wir hier den Erdtierkreis. Ich sage bewusst Erdtierkreis, weil es gibt mehrere Tierkreise, auf die wir jetzt auch gleich kommen. Und da sind es die Kardinalzeichen, die fixen Zeichen und die veränderlichen Zeichen, die eben auch genau dieses eine Leben zum Ausdruck bringen. Diese drei sind eins. Einzeln sind sie nichts, sie sind nur zu dritt immer eins. In der Schöpfung können wir sie aber differenzieren, weil in Raum und Zeit treten die unterschiedlich auf. Wir haben es dann beim Menschen so, dass man den ersten Aspekt bezeichnet man als Monade oder auch als Überseele. Der zweite Aspekt wird als Seele bezeichnet, also der ewige Teil in uns, der unsterbliche Teil in uns. Und als dritten Aspekt, also den Aspekt der Erscheinung oder der intelligenten Aktivität, der Kreativität, der Aktion, eben die Persönlichkeit, mit der wir hier gebunden sind in dieser Welt und mit der wir auch hier zu arbeiten haben. Und die ist vergänglich und vergeht wieder, also ist klar, die bleibt nicht. Dann haben wir auf der atomaren Ebene eben Proton, Neutron und Elektron. Und warum erzähle ich das alles? Weil das ganz wichtig ist. Diese Trinität findet sich nämlich dann sowohl in den Ebenen wieder, über die die Strahlen einfließen in den Tierkreis, wie auch in den Strahlen selbst, die auch wieder dreifach sind. Alles ist dreifach. Das ist eigentlich ganz einfach. Alles ist einfach dreifach. Einfach dreifach.
Und dieses eine dreifache Licht strömt aus und entfaltet sich durch 7 schöpferische Qualitäten. Aber warum denn jetzt 7? Ne, denkt man. Ne? Würden ja 3 eigentlich auch reichen. Aber reicht wohl nicht. Diese 3 haben wir jetzt eben gesehen. Die sind da und die entfalten sich. Und das ist das Interessante und das wird auch durch die Strahlen nachher deutlich. Der dritte Aspekt, der intelligente, kreative Aspekt, also Liebe, Wille, Synthese, daraus entsteht Intelligenz und Kreativität. Und die entfaltet sich in den Kosmos hinein. Und diese Entfaltung, die passiert 4-fach, weil durch das Quadrat oder durch den rechten Winkel, Freimaurereibezüge, auch dieses Gebilde da, entsteht das Feste. Also ein Dreieck ist immer der Geist und das Viereck ist immer die Materie. Und der 4. Aspekt da drin macht es fest und sichtbar. Das ist so ein Link zur Freimaurerei und auch zu einer Erklärung, die immer besagt, immer wenn eine 4-heit auftaucht, ist es sichtbar. Und wenn ein Dreieck da ist, ist es geistig. Geistig und physisch. Da verbinden sie sich. Also das Dreieck manifestiert sich über die 4-heit. So, weg damit. Und jetzt haben wir hier nicht nur die Strahlen, sondern wir haben auch die Ebenen, 7 Ebenen. Und die habe ich hier mal ganz dilettantisch aufgezeichnet. Einfach mit 7 Strichen. So ist es natürlich nicht. Sondern die Ebenen, und das ist auch immer natürlich, vielleicht kommt ja irgendwann mal die Zeit, wo man dreidimensional irgendwie am PC die Sachen darstellen kann oder in einem Hyperraum unterwegs ist. Jedenfalls, was das eigentlich sagt, ist die obere Ebene, diese hier, die ist meinetwegen Adi oder Mahapara Nirvana, so Mahapara Nirvanische Ebene. Die durchdringt alles, und zwar alle Ebenen, bis runter zum Physischen. Also hier gibt es das Physische, das Astrale, Mentale, Buddhi, Nirvanische, Mahanirvanische und Paranirvanische Ebene. In der Theosophie wird es etwas anders bezeichnet, aber wurscht. Das sind die 7 Ebenen. Und das Feinste, also Mahaparanirvanisch, durchdringt alles. Also es geht sozusagen bis durch. Deswegen ist Gott überall, in allem. Da ist es nichts, was nicht Gott ist. Das ist das Unglaubliche. Aber das Physische, das kann nicht hier rüber, sondern das ist zu grob. Das kommt nicht in das Feine rein. Und so ist es so, dass immer die Ebenen, die drunter sind, die erreichen die nächsthöheren nicht. Also nur indem wir als Menschen zum Beispiel durch diese Ebenen reisen und bestimmte Ebenen in uns verwirklichen, dann gehen wir einen Schritt höher. Das sind so 7 Stufen, die wir wieder nach oben wandern, um schließlich zu erkennen, Gott ist überall, in uns und in allen. Und das nicht nur erkennen, sondern auch sind. Also das ist ja der große Unterschied. Erkennen kann man ja einiges. Man muss es dann nur auch noch erleben. Das ist das Entscheidende. Gut, das ist das. Und dann kommen jetzt nämlich plötzlich die 7 Strahlen darunter gerattert, durch alle Ebenen durch. Und dadurch entsteht ein Muster. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Ebenen sind passiv, die sind einfach da. Oder da passiert nichts, die sind einfach vorhanden. Und die Strahlen, die kommen sozusagen als ein kreativer Akt, als der aktive Akt. Also es gibt immer Aktivität und Passivität. Männlich, weiblich, plus, minus, wie auch immer. Aus dieser Energie 1-0, aus dieser Matrix ist die ganze Welt. Und die Strahlen sind der aktive Part. Das ist aber dieselbe Archetypus, ist dieselbe Qualität wie die Ebenen. Nur als Strahl kommen die an. Und durchdringen also alle Ebenen. Und das Interessante ist, die sind auch noch zyklisch. Das heißt, sie sind nicht alle gleichzeitig, wusch, sind sie da, sondern sie haben verschiedene Entwicklungszyklen, die durch die Schöpfung, durch Schöpfungsprozesse bestimmt sind und durch etwas bestimmt sind, von dem wir keine Ahnung haben. Aber sie kommen in unterschiedlichen Rhythmen und sie sind dreifach. Also, wir haben einmal die horizontale, die passive Ebene, das sind die 7 Ebenen, und wir haben die aktive, den aktiven Part dieser Qualitäten, das sind die 7 Strahlen.
Und mit denen möchte ich mich heute beschäftigen oder beschäftige mich auch schon. Und jetzt gehen wir mal eine Ebene tiefer, und zwar auf die solare Ebene. Die solare Ebene, also wir waren eben auf der kosmischen, jetzt gehen wir auf die solare Ebene. Und hier habt ihr einen Kreis, und das ist der solare Raumglobus. Ja. Den Begriff Raumglobus hat Meister Ike eingeführt in dem Buch Spirituelle Astrologie. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Begriff, weil er die ganze Verwirrung um Sternbilder und Tierkreiszeichen eigentlich beseitigt. Das Thema, was hier in diesem Raumglobus schlummert, ist, dass jeder Mensch, jeder Planet, jede Sonne um sich herum sofort im Augenblick, in dem diese Wesen in die Existenz kommen, einen Horizont und einen Globus um sich herum erschafft. Und dieser Raumglobus ist ein Tierkreis oder wie auch immer, eben ein Raumglobus, nur um euch die Symbolik klar zu machen. Das ist ein Raumglobus. Das ist der Grenzraum, innerhalb dessen wir uns entwickeln. Die Sonne entwickelt sich in einem Grenzraum, der Planet Erde entwickelt sich in einem Grenzraum und wir als Individuen entwickeln uns auch in einem Grenzraum. Also das ist der solare Raumglobus. Der wird mit den Sternbildern assoziiert, und zwar mit den Sternbildern, die tatsächlich wir am Abendhimmel entlang der Ekliptik, jedenfalls ungefähr die, sehen. Aber, also das kann man dann als das große Aber, das sind die praktisch die Tierkreiszeichen, die wir da irgendwie definieren, die Bilder, die wir da am Himmel sehen, die sind ja nicht real, das ist ja nur eine Vorstellung. Also wie weit das alles symbolisch ist oder real, weiß ich nicht. Aber natürlich sind die Sternbilder, die wir sehen, haben natürlich überhaupt keinen Bezug zueinander, weil die in völlig unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind und so. Aber egal, weil es geht um den Zwölferschlüssel, der in jedem Tierkreis drin ist, da kommen wir gleich noch zu. Der Zwölferschlüssel ist entscheidend, der findet sich überall wieder, beginnend mit den vier Kardinalzeichen. Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Und das findet sich dann auch bei jedem Planeten wieder, das ist zum Beispiel als Beispiel der Mars, deswegen habe ich ihn rot gemacht. Dann haben wir hier, weiß ich nicht, könnte Venus sein, ne? Hat auch einen Raumglobus. Raumglobus heißt immer, das, was das Wesen um sich herum als Erfahrungsraum kreiert im Augenblick der Geburt und der Entwicklung, das ist der Globus. Und innerhalb dessen findet es statt. Und das ist auch ein Filter. So ähnlich wie auf der Erde wir eine Atmosphäre haben und eine Stratosphäre, die harte Sonnenstrahlung filtert, so filtert der Tierkreis oder der Raumglobus auf einer anderen Ebene die Energien, die auf den Planeten einströmen. Und nicht nur auf unseren Planeten, sondern auf alle Planeten und auch als Sonnensystem als Ganzes. Dieser Raum wäre zum Beispiel von der Astronomie her der Kuipergürtel ungefähr. Nach dem Kuipergürtel fängt irgendwann so hier so der freie Raum an. Dann ist sozusagen dieser Raumglobus zu Ende. Und das Faszinierende ist und das Irre ist, der Raum ist ein Lebewesen. Also das ist sozusagen, das gehört zum Lebewesen. Also innerhalb dieses Raumglobus sind die Planeten als Lebenszentren, die sozusagen das Leben des solaren Logos zum Ausdruck bringen. Ganz faszinierend für mich. So, und dann gibt es natürlich die Erde, die darf jetzt nicht fehlen und ist ja auch nicht tot zu kriegen. Hier haben wir den Tierkreis, wie wir ihn kennen, planetarischer Raumglobus, Tierkreiszeichen, im Unterschied zu Sternbildern. Sternbilder sind die astronomischen Sternbilder am Himmel. Der Tierkreis ist rein symbolisch. Das heißt, am 21. März geht los. Ihr wisst das alles auch, ich muss es nur kurz einmal sagen, damit wir im Thema sind. Hier findet sich der Tierkreis wieder, 21. März, 21. September ist Tag- und Nachtgleiche und Sonnenwenden, Krebs und Steinbock. Und das ist unser Raumglobus. Ja. Also unser irdischer Raumglobus betrifft alle Wesen auf diesem Planeten. Die Strahlen fließen eben jetzt entsprechend durch diese verschiedenen Globen, fließen die ein. Das werden wir jetzt gleich anschauen. Dann kommt noch diese Einflüsse, die Manfred auch im letzten Vortrag erwähnt hat. Die Quellen der sieben Strahlen und der Energien kommen aus diesen drei Quellen.
Das werde ich jetzt nicht weiter erläutern, das könnt ihr bei Manfred angucken in dem Vortrag. Also die strömen sozusagen in diesen solaren Raumglobus die Energien rein und von da aus werden die dann weiter verteilt. Die gehen erst zur Sonne und die Sonne als Zentrum verteilt sie dann weiter auf die Planeten. Und die Planeten, die verteilen sie dann nämlich auch nochmal wieder weiter und zwar auf den Menschen. Und das ist jetzt zum Beispiel hier der Mensch. Ja, der lebt auf dieser Erde und ist in diesen großen Tierkreis eingebunden, den planetarischen Tierkreis. Und der planetarische Raumglobus sind eben die 12 Tierkreiszeichen. Und er selber hat auch einen Raumglobus um sich herum, wie jedes lebendige Wesen. In der Astrologie nennt man das die 12 Häuser. Und dieser Raumglobus ist als Filter und als Beschränkung eigentlich auch jede Grenze ist eine Schranke. Ja. Man kann jede Grenze überschreiten, und sollte man auch, aber erst dann, wenn es soweit ist. Also diese 12 Häuser sind eine Beschränkung und gleichzeitig ein Schutz. Und die 12 Häuser sind genauso relevant für den Einfluss der 7 Strahlen, den Einfluss der Planeten, wie eben auch die Tierkreiszeichen auf uns einwirken, weil wir entwickeln uns von diesem kleinen Kreis, dem Häuserkreis, also unserem begrenzten Horizont, zu einem weiteren Horizont, zu einer Bewusstseinserweiterung, womit wir dann die Tierkreiszeichen erobern, sozusagen. So, das ist dann der Aszendent und der Deszendent und so entsteht dann hier auch wiederum dieses Kreuz und die Vertikale und die Horizontale sind hier auch zu finden. Das zur Einführung. Wie viel Zeit habe ich dann schon verbraten? Eine halbe Stunde schon fast. Jeder der 7 Strahlen fließt über 3 Tore des Tierkreises ein. Ihr kennt diese Grafik vielleicht noch aus dem Vortrag von Manfred. Damit hat er geendet. Und damit geht es jetzt im Prinzip weiter, nachdem diese Einführung notwendig war, weil nur dann die 7 Strahlen tatsächlich gut verständlich werden können. Wenn wir immer daran denken, dass wir uns in Raumgloben befinden und dass diese 7 Strahlen durch die Raumgloben hindurch gefiltert werden und dann erst die nächste Ebene erreichen. Dadurch findet eine Veränderung statt und ein Herabdimmen findet statt, sodass wir nachher auch mit den Energien leben können, die auch in uns wirken können, und zwar konstruktiv. Der Kosmos ist nämlich grundsätzlich lebensfreundlich und alle Wesen, die mit uns arbeiten und die planetarischen Wesen, die kosmischen Wesen wollen, dass es allen gut geht, sozusagen, in ihrer Entwicklung. Und darum wird das gut abgemildert, weil sonst würden wir sofort verbrennen, wenn der erste Strahl uns treffen würde. Das heißt, es wird alles so schön abgemildert, dass wir mit der Energie des ersten Strahls zum Beispiel gut leben können. Also ihr seht hier in diesem Kreis, wo jetzt diese großen, fetten Zahlen drin sind, das sind die Tore. Die 12 Tore sind die 12 Tierkreiszeichen und durch jedes Tor fließt mindestens ein Strahl. Und da tut sich jetzt eine ganze Philosophie auf. Also ein Bezugsrahmen, der ist unglaublich komplex und unglaublich toll. Also weil die Intelligenz, die da drin steckt, wenn man sich darin vertieft, ist gar nicht vermittelbar. Das kann man ein Stückchen erzählen, auch nicht jetzt hier in diesen verbleibenden 30 Minuten, aber man kann sich dem meditativ annähern, indem man darüber redet und dann das spürt. Und dann sieht man plötzlich Bezüge. Und das ist ganz, ganz unglaublich. Ihr seht zum Beispiel hier, dass der erste Strahl, da kommen wir dann auch gleich nochmal näher zu, der über den Widder einfließt. Das kann man sich denken, wer den Widder kennt, na, mit der Power, mit der Energie, die da los ist, also die da losgeht. Und der erste Strahl fließt auch über den Löwen ein. Und natürlich auch über Steinbock, das sind sehr, sehr kräftige Zeichen zum Beispiel. Aber es fließen auch noch andere über den Steinbock ein, nämlich der 3. und 7. Und interessant zum Beispiel auch, dass der 4. Strahl, so, dass das im Skorpion nur ein einziger Strahl fließt ein, reicht auch völlig, nämlich der Strahl des Konflikts. Der Tibeter Dvalkul war sehr, sehr freundlich und ist immer sehr, sehr nett und hat immer gesagt, Harmonie durch Konflikt. Zu dem Strahl, aber eigentlich ist es ein Konfliktstrahl und mit Glück entsteht daraus irgendwann mal Harmonie. So, und dass die Stier und Skorpion
stehen sich gegenüber und der Stier gibt die Stabilität und die Kontinuität und der Skorpion gibt die Tiefe. Und dazu kommt noch der Schütze, der gibt die neue Perspektive zur Jüngerschaft, weil das ist sozusagen die Jüngerschaftsachse, die hier ist. Da müssen wir erstmal alle durch. Und der Schütze gibt dann den nächsten Link, wo es weitergeht. Nur als Beispiel. Also da gibt es unglaublich viele Bezüge, auf die ich jetzt einfach nicht eingehen kann. Ich möchte euch diese Strahlen dennoch nochmal im Einzelnen grafisch einmal darstellen, dass ihr es einfach seht. Bitte habt nicht den Anspruch, euch das irgendwie merken zu wollen oder zu müssen. Das ist gar nicht nötig. Lasst es einfach durchfließen. Schaut euch das einfach an. Entspannt euch. Man kann sich so schnell eh nicht merken. Der Vortrag, den kann man anschauen. Außerdem, ich würde gerne schon lange, ein längerfristiges Seminar über die sieben Strahlen machen, weil das einfach so faszinierend ist. Also vielleicht dann später mehr. Der erste Strahl fließt ein durch Widder, Löwe und Steinbock, das habe ich eben schon genannt. Der erste Strahl ist Wille, Macht. Das ist die reine Lebenspower. Das ist die ungefilterte reine Lebenspower. Ungefiltert stimmt nicht ganz, weil, wie Manfred das auch in seinem Vortrag schon gesagt hat, die Sonne, unsere Sonne, transportiert, also ist Ausdruck des zweiten Strahls. Das heißt, wenn die Strahlen in den solaren Logos hineinfließen, dann treffen die erstmal auf eine Sonne und diese Sonne ist Ausdruck des zweiten Strahls. Das heißt, alles, was dann weitergeleitet wird an die Planeten, Erde, Mars, Merkur, was weiß ich, ist durch den zweiten Strahl gefiltert. Also es ist schon mit Liebe oder mit Magnetismus, Liebe ist Magnetismus, Anziehungskraft, die Energie der Verbindung, der Synthese ist sozusagen die Energie der Synthese ist mit der Energie der Liebe verbunden. Von vornherein, für alle Strahlen gilt das. Das heißt, der erste Strahl fließt durch Widder, Löwe und Schütze ein, ist aber schon gefiltert durch die Sonne, ist also schon ein Stück weggedimmt. Der zweite Strahl, der Liebe-Weisheitsstrahl, der fließt ein über Jungfrau und Fische. Das ist ja auch die Ebene des Christus, also Jungfrau Maria und Christus ist eine Jungfraugeburt. Die Kirche hat es falsch verstanden, aber jetzt ist ja nicht nur das, was sie falsch verstanden hat. Also der Christus wird durch die Jungfrau geboren, das ist der zweite Strahl, Energie des zweiten Strahls und des sechsten Strahls. Könnt ihr mal sehen, wie stark diese beiden Zeichen, die dienenden Zeichen, durch zwei dienende magnetische liebevolle Strahlen geprägt werden. Und interessant auch, die Zwillinge werden durch den zweiten Strahl der zweite Strahl fließt durch die Zwillinge ein und kein weiterer in den Zwillingen ist dort vertreten. Und das ist eben ein wichtiger Schlüssel dazu, dass wir verstehen, wie der Intellekt, für den der Zwilling ja eigentlich steht, und die Synthese, die wir durch den Intellekt und die Dualitäten, mit denen wir konfrontiert sind, herstellen sollen und müssen irgendwann, durch die Liebe praktisch erlöst wird. Also der Widerstreit im Geiste wird durch die Liebe erlöst und dann geht es in den Dienst. Also das ist dieses Dreieck hier. Zwillinge, Jungfrau und Fische. Aber den dritten Strahl, das ist die Kreativität, die Intelligenz, es wird etwas sichtbar gemacht. Da haben wir natürlich den Steinbock als starken Faktor und auch die Waage und den Krebs. Das lasse ich erstmal so stehen. Entscheidend ist hier, dass der dritte Strahl im Grunde alles das, was die ersten beiden Strahlen initiieren, zum Ausdruck bringen muss. Deswegen ist es auch ganz interessant, dass dieses Dreieck ausschließlich in Kardinalzeichen stattfindet. Kardinalzeichen sind die Zeichen, in denen etwas konkret wird, in denen etwas geschieht. Wenn wir zum Beispiel in unseren Horoskopen stark mit Kardinalzeichen gesegnet sind, dann müssen wir immer handeln, dann müssen wir machen. Sonst sind wir nicht glücklich. Und die Welt ist auch nicht glücklich, weil die Welt braucht die Kardinalzeichen. Weil es muss auch Menschen geben, die das alles umsetzen und nicht nur die es sich erdenken und die Ideen haben und welche dies vertiefen und prüfen, sondern die es auch umsetzen. Die Ideen haben, sind die veränderlichen Zeichen und die fixen Zeichen prüfen, die Qualität und die Kardinalzeichen, die setzen es um. Erzeugen, verdichten, verteilen, das ist der Schlüssel. Erzeugen ist kardinal, verdichten ist fix
und verteilen ist veränderlich. Und diese, nee, das sollst du jetzt gar nicht hier. So, weg damit. Die Kardinalzeichen sind sehr, sehr kraftvoll. Und deswegen ist der dritte Strahl da in der Umsetzung eben die richtige Energie. Und da sind die auch richtig in diesen drei Zeichen. Dann haben wir hier den vierten Strahl, den ich eben schon kurz beschrieben habe, über Skorpion, Stier und Schütze. Muss ich jetzt nicht nochmal was extra zu sagen, aber ist eine sehr powerige Energie, hat auch die Menschheit viel mit zu tun. Mit dem dritten und vierten Strahl können wir uns denken, ne? Dauernd irgendwas machen, dritter Strahl, die Welt vollbauen und alles immer voller Konflikte. Irgendwann soll ja mal Harmonie daraus entstehen. Mal gucken, was daraus wird. Dann haben wir den fünften Strahl, das ist ein ganz interessanter Strahl, der ist jetzt nicht in Manifestation, also der ist nur latent vorhanden, aber hat schon eine Menge getan. Er ist eben durch den Wassermann, fließt er ein. Man höre und staune, die neuen Technologien, die durch mentale Strukturen, durch Wissenschaftlichkeit, durch die Schönheit, durch die Intelligenz der Bewegung, der Strukturen, die im Mentalen möglich sind, das kommt durch den Wassermann voll rein. Und durch den Löwen eben auch. Also das ist eine sehr kraftvolle Energie, die in die Welt strömt und über den Schützen. Der Schütze ist eh so eine Ebene, der ganz viel verteilt in alle möglichen Richtungen. Das lassen wir jetzt nochmal ein bisschen außen vor. Also man sieht hier aber so Wassermann-mäßig, das sind die fixen Zeichen, die prüfen und schaffen neue Technologien und neue Perspektiven da über den Wassermann. Und da der Wassermann im Moment ja gerade sozusagen en vogue ist, durch das Wassermann-Zeitalter, passiert dann natürlich eine Menge, obwohl der Strahl direkt noch nicht in Manifestation ist. Das wird noch richtig doll. Der Strahl 6 ist Hingabe und ich habe hier mal Sraddha hingeschrieben. Das ist ein Begriff, weiß nicht, ob ich den richtig geschrieben habe, vielleicht auch nur mit einem D. Sraddha ist ein Begriff aus dem Sanskrit. Und zwar, dass man unbedingt was will. Also das ist die Hingabe, aber nicht die, ach, ich bin hingegeben und nun lass dich mal geschehen. Es wird schon alles kommen von alleine. Nee, das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, ich will das und ich tue das auch und um jeden Preis. Deswegen ist der sechste Strahl zum Beispiel ganz stark mit Mars verbunden und der erste Strahl im Übrigen auch. Und diese Energie läuft natürlich durch Jungfrau und durch Fische, die Achse des Dienstes habe ich schon genannt, und durch Schütze, also die Perspektive der Jüngerschaft. Ohne den sechsten Strahl gibt es keine Jüngerschaft, weil der sechste Strahl hat einen schlechten Ruf. Heißt immer überall, ja, ist vorbei und die Primeln oder was weiß ich, sterben aus, weil der sechste Strahl und das ist alles vorbei und das ist die Hingabe und das ist alles gar nicht gut, man soll lieber Intellekt und so. Ohne Hingabe läuft gar nichts. Also dann bleiben wir im Bett. Also wenn wir uns nicht dem spirituellen Weg oder was weiß ich, unserer Erkenntnis und ein Projekt hingeben, und zwar mit Sraddha, dann wird es nichts. Deswegen die Hingabe ist extrem wichtig. Und deswegen habe ich eine Lanze gebrochen für den sechsten Strahl. Gut, ich bin Schütze-Aszendent, von daher habe ich da auch was von ab. Der siebte Strahl ist Struktur und Rhythmus. In den Büchern heißt es auch zeremonielle Magie, aber da denken die meisten Leute an Zauberei und an irgendwelche Spitzhüte. Und das finde ich irgendwie nicht passend. Deswegen habe ich lieber ihn genannt, jetzt Struktur und Rhythmus, das tun andere auch schon. Das heißt, es geht um den Rhythmus der Energien, um die Wiederholung und dadurch entsteht Form, kristalline Form hängen damit auch zusammen, Formen, die im Übrigen hier auch nur kardinale Zeichen, wenn ihr euch jetzt noch erinnert an den dritten Strahl, der geht sozusagen hier so runter, also dritter und siebter Strahl in Kardinalzeichen, das sind die beiden Strahlen, die für Manifestation sorgen. Ja, also der siebte Strahl ist wirklich die physische, feste, strukturierte Form und der Rhythmus, in dem diese Form sich wandelt und verwandelt. Das ist ein Strahl, der im Moment sehr, sehr intensiv in der Welt unterwegs ist. Er kommt eben auch über Uranus rein und ihr wisst, wie stark Uranus im Moment powert über den Wassermann. Da kann man sich vorstellen, fünfter und siebter Strahl zusammen.
da geht einiges los. Und das erleben wir ja auch schon. So, wie geht es denn jetzt weiter? Ah ja, so sieht das also aus. Schön bunt. Und die kann man sich jetzt auch im Einzelnen so rausnehmen. Dann kann man zum Beispiel hier sehen, wie ich eben gezeigt habe, das sind das ist dieses Quadrat sozusagen. Das heißt, Quadrat heißt immer Verwirklichung. Es kommt in die Welt, siebter und dritter Strahl. Und hier findet hier noch ein weiteres Quadrat, wo zwei Strahlen ausschließlich über ein bestimmtes Kreuz einfließen, und zwar das Veränderliche. Das ist der Strahl der Liebe und der Strahl der Hingabe. Ja, habt ihr hier ein Quadrat. Und hier gibt es jetzt ganz viel Beziehungen, die man ausarbeiten kann. Das ist so vielschichtig. Ja, das muss ich jetzt darauf verzichten. Und werde euch jetzt nochmal weiter mit einer planetarischen Ebene, werde ich euch jetzt kommen. Bitte lasst euch nicht verwirren, wenn ich euch jetzt diesen Kreis hier zeige. Wie gesagt, ihr müsst euch alles gar nicht merken. Ihr könnt es euch auch wieder anschauen später. Aber ich möchte euch hier zeigen, dass nämlich die sieben Strahlen durch die Tierkreiszeichen einfließen. Ja, aber jedes Tierkreiszeichen ist durch nicht nur einen Herrscher oder einen Herrscher, weiß ich nicht, besseres Wort habe ich nicht, gerade parat, Dominanz sagt man auch, aber ist auch Quatsch, also lassen wir mal den Herr da drin. Ein Herrscher pro Zeichen, also da sind die Planeten zu Hause in diesen Zeichen. Und wir alle kennen das, Mars ist im Widder, Venus ist im Stier, Merkur ist in den Zwillingen und so weiter. Und wie wir eben gehört haben, durch drei Tore, jeder Strahl ist eine Trinität, wie alles. Also tritt darum durch drei Tore ein. Aber nicht nur durch drei Tore, sondern durch drei planetarische Herrscher eben auch noch. Alles ist immer drei. Weil, und das ist die Neuigkeit, die in der esoterischen oder in der spirituellen Astrologie vor jetzt gut 100 Jahren in die Welt gekommen ist, durch Dwal Kool und Alice Bailey. Es gibt eine Herrscherebene der Seele und eine Herrscherebene der Hierarchie. Das heißt, wir durchdringen, die sind nicht so getrennt, dass man da ist eine Schublade oder da ist ein Zaun und da geht es nicht weiter. Das geht ineinander über. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein Widder mit seiner sechsten Strahl Marsenergie, und da ist übrigens auch der erste Strahl noch mit drin im Mars, für sein Leben sorgt und egoistisch unterwegs ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo er intelligent wird und sagt, ich könnte auch überlegt handeln. Also dieses typische Beispiel, ein Widder will in einen nebenliegenden Raum, er nimmt sich eine Spitzhacke, haut die Wand auf und geht da durch. Das ist der Mars ohne Intelligenz, weil er könnte auch gleichzeitig durch die Tür gehen und die nächste Tür nehmen und er ist im nächsten Raum und hat alles heil gelassen. Und das ist aber eine Entwicklungsfrage, die über viele Evolutionsstufen geht, bis er merkt, ich kann ja meine Intelligenz anwenden und dann kann ich über den Merkur weitergehen. Und zum Schluss kommt der Uranus, lassen wir jetzt aber raus. Was für die sieben Strahlen wichtig ist, ist eben, die Strahlen, die kommen hier sozusagen rein und fließen hier durch und sind dann im Widder sozusagen. Und wir arbeiten also erstmal dann, wenn der erste Strahl hier durchkommt, mit dem Mars und dann arbeiten wir mit dem Merkur. Und diese Planeten selbst haben natürlich auch wieder einen Strahlausdruck, wie jeder Mensch. Monade, Seele, Persönlichkeit. Also, es wird noch komplexer. Der planetarische Tierkreis mit seinen 12 Zeichen hat drei Herrscher. Die gewöhnlichen Herrscher, die wir auch in der psychologischen Astrologie kennen, sind persönlich, also für die Entwicklung der Persönlichkeit notwendig und auch richtig und auch müssen auch benutzt werden. Und dann kommen wir irgendwann zu den seelischen Herrschern, die nächsthöhere Ebene, und dann zu den hierarchischen. Das ist die Ebene der Meisterschaft. Also damit müssen wir uns im Moment gerade mal nicht beschäftigen, sondern wir müssen uns mit diesen beiden hauptsächlich beschäftigen. Das tun wir auch. Alle, die hier sind, die haben mehr oder weniger mit diesen beiden Ebenen zu tun. Und das hängt natürlich stark davon ab, wo die Planeten in deinem Horoskop sind. Also wie weit das funktioniert. Das hängt eben auch von karmischen Aspekten ab. So, und jeder Planet in unserem Sonnensystem bringt drei Strahlen zum Ausdruck, die ebenfalls drei Ebenen seines Wesens betreffen. Alle sind immer drei. Also drei sind eins. Ja? Also drei, Monade, Seele, Persönlichkeit,
wo trifft sich das alles? Im vierten, im Körper. Ja, da kommen die alle zusammen. Das ist die Synthese. Und hier ist es so, ebenfalls drei Strahlen in jedem Planeten. Und was bringt das zum Ausdruck? Der Planet. So, das, sonst würde es ihn nicht geben. So, und Meister de Valcool hat vor 100 Jahren immer nur oder fast immer nur einen Strahl pro Planet angegeben, hat gesagt, das reicht. Mehr versteht er sowieso nicht. Er versteht das sowieso nicht, hat er gesagt, sondern da müssen noch 100 Jahre vergehen und dann kommen Leute und dann haben wir eine spirituelle Energie, die also auch andere Meister kommen dann. Und er hat tatsächlich direkt Bezug genommen auf IK und Kumar. Ganz verrückt, habe ich entdeckt. Weiß ich nicht mehr, welche Seite, wo, aber egal. Die das weitermachen und die auch die Astrologie weiterentwickeln. Und die haben wir auch durch die bekommen, durch IK und durch Kumar. Und da gibt es nämlich dann noch weitere Hinweise und Strahlenzuordnung zu den Planeten, die bei de Valcool eben nicht vorhanden sind. Also die er nicht nennt, weil das zu viel ist. Bei de Valcool ist es wichtig zu wissen, er hat immer die kosmologische Ebene im Sicht. Er guckt immer aus der solaren Perspektive, aus der Perspektive der Hierarchie. Und IK und Kumar haben aus der Perspektive der Jüngerschaft und der Menschheit geschaut. Und dann ist der erste Strahl eben auch im Mars, weil er setzt deinen persönlichen Willen durch. Der erste Strahl ist Wille. Wenn ihr euch den Mars anguckt, natürlich ist das Wille und nicht nur Hingabe. Der Schradder-Aspekt im sechsten Strahl, der ist Mars und erster Strahl. Und ja, dann gibt es noch andere Strahlen, die damit reinkommen. Der vierte zum Beispiel. Ich meine, wenn jemand Konflikt macht im Horoskop, ja, dann ist es der Mars. Ja, der macht echt viel Konflikt. Was ist Konflikt? Vierter Strahl. Also gehört der vierte Strahl auch zum Mars. Ja. Man kann das ganz deutlich annehmen. Oder die Venus wird als fünfter Strahl bezeichnet bei de Valcool. Stimmt auch, weil die Liebe, die entsteht, wenn der zweite Strahl durch die Zwillinge einfließt, ja, die Liebe, die entsteht, wenn du verstehst, wie unglaublich intelligent und aufeinander bezogen die Schöpfung strukturiert ist, entsteht Liebe. Ja. Und deswegen ist Venus auch dort angesiedelt, hier als Herrscher von den Zwillingen. Ja. Aber die Venus ist natürlich nicht fünfter Strahl Wissenschaft und so, das ist ja für uns gar nicht relevant, sondern das ist die spirituelle Sicht. Ja. Das ist die spirituelle Sicht, die von einer höheren Perspektive ist. Aus unserer Perspektive ist die Venus Liebe. Ja. Und deswegen kommt durch die Venus auch der zweite Strahl. Auch. Fünfter auch. Nur so als Beispiel. Da gibt es eben ein großes Feld. Und dann wird es auch für die Astrologie, für die praktische Astrologie, also für die Horoskopdeutung auch interessant, weil auf welcher Ebene bin ich denn jetzt im Merkur? Schaffe ich es, in die Liebe zu kommen, also über die Dualität hinweg, dann transportiert die Venus auch den zweiten Strahl für mich. Das ist ganz spannend. Also der auf den ersten Strahl bezogen. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Ja, ich bin schon drüber, ne? Also ich mache aber trotzdem jetzt ein bisschen weiter noch. Weil das wäre zu blöd, wenn ich jetzt mittendrin aufhöre. Ja, das ist das Blöde, wenn mich keiner unterbrechen kann. Ne? Also, erster Strahl fließt ein über Widder, das haben wir schon besprochen. Und über Löwe, fixes Feuer und über Steinbock. Ich beziehe mich jetzt nur auf den ersten Strahl und auch nur auf das erste Tor Widder, sodass wir überhaupt hier nochmal an irgendeinen Punkt kommen. Fließt durch drei ein, wir beschäftigen uns jetzt aber gleich mit dem Widder. Und wichtig ist hier noch zu realisieren, dieser erste Strahl ist wie alle Strahlen wiederum dreifach, und zwar aufgeteilt in Wille, Liebe und Intelligenz. Das heißt, der erste Strahl ist grundsätzlich Wille. Und das zweite Tor, das erste Tor ist hier im Widder. Das zweite Tor kommt über den Löwen, das ist die Liebe. Hier herrscht die Sonne auf allen drei Ebenen. Was bringt die Sonne hier zum Ausdruck? Den zweiten Strahl. Also der Aspekt des zweiten Strahls im ersten kommt über den Löwen.
Deswegen ist der Löwe auch mit dem Herzen verbunden, der Herzensgrube, dem Herzenschakra und so weiter. Und dann haben wir das dritte, die Intelligenz. Das ist der dritte Strahl. Und hier fließt er ein über den Steinbock. Was haben wir hier? Als Herrscher, den Saturn, der transportiert den dritten Strahl auf der persönlichen Ebene, auch auf der seelischen Ebene, also richtig mächtig. Und Venus, den fünften Strahl, der mit dem dritten Strahl natürlich eng zusammenhängt, weil Wissenschaft und Intelligenz und Struktur schaffen, das macht der Steinbock. Da fließt der dritte Strahl mit, also der dritte Aspekt des Willensaspektes kommt darüber. Seht ihr die Schönheit, die da drin ist? Also da sind wirklich, das ist so klasse, wie das funktioniert. Also ich bin ganz hin und weg davon. So, wie geht's denn hier jetzt? Okay. Also, jetzt noch mal kurz zum Finale. Ich nehme einfach noch 10 Minuten. Kann ja keiner auch mich verhindern. Allen drei ersten Strahleinströmungen liegt der Grundlage Wille Macht zugrunde, ist klar. Und dann geht das durch die verschiedenen planetarischen Herrscher, die wiederum auch das aufnehmen, diese Energie, die in diesen Zeichen vorhanden sind. Das habe ich eben schon mal erwähnt. Also hier ist eben die Sonne, den zweiten Strahl, der im Löwen sozusagen das Regiment führt. Und hier Saturn und Venus, das ist also des fünften Strahls. Und hier Mars ist erster Strahl, Uranus ist siebter und erster Strahl, Merkur ist vierter Strahl. Also hier kommt so richtig die Power durch. Merkur ist übrigens auch fünfter Strahl, aber lassen wir das jetzt mal an die Seite. Also diese planetarischen Herrscher werden durch diese unterschiedlichen Strahlenaspekte aufgeladen und haben unterschiedliche Wirkung. Das heißt, wenn wir unser persönliches Horoskop anschauen und meinetwegen, wir sind Sonne im Widder und haben Mond im Löwen und Aszendent im Steinbock, dann sind wir ziemlich erster Strahl geprägt. Das kann man wohl klar sagen. Und wir haben aber je nachdem, auf welcher Ebene wir uns bewegen, sind wir hier entweder ein Despot oder möglicherweise ein intelligenter Jünger, der vielleicht zuerst ein Despot war, weil wir alle müssen durch diese Energien durch. Aber hier gibt es eine Erweiterung. Und hier oben, der Uranus, ist hier natürlich die Erfüllung des Plans. Das ist die hierarchische Ebene. Der siebte Strahl ist der Plan, ja, der hierarchische Plan. Die wird intelligent umgesetzt durch den Merkur und durchs Radar und den Willen. Im Widder fließt da ein und wird umgesetzt. So funktioniert die Energie, wenn sie runterfließt. Und hier kommt ein ganzen Haufen Liebe dazu, Magnetismus, auch das Ich Bin, also die Erkenntnis des Selbst, des Ich Bin, das hängt ganz stark mit der Sonne zusammen und mit dem Liebesaspekt in uns, dass wir den erkennen. Und hier ist eben die Schöpfung als solches durch Saturn und Venus gegeben. Das heißt, so verwirklicht sich das über den Steinbock. Deswegen sind die Steinböcke manchmal etwas streng und despotisch und verstehen nicht, dass man nicht so, dass es, sie verstehen manchmal nicht so einfach, dass Menschen auch anders sein können als sie. Na gut, ich will jetzt kein persönliches ansprechen. Das Kreuz, durch das die Zeichen einfließen, hat den zweiten Einfluss. Es gibt, wie gesagt, auch hier wieder immer drei Einflüsse. Es ist völlig easy, immer drei. Ja? Das Kreuz sieht man hier, zwei Kardinalzeichen, ein fixes Zeichen, Kraft, Verdichtung, Expansion. Das ist der erste Strahl. Ja? Der kommt durch diese drei Kreuze zum Ausdruck. Und dann natürlich das den Zeichen innewohnenden eigenen Qualität. Da haben wir beim Widder halt, auf unserem Planeten, nur auf unserem Planeten bezogen, haben wir eben die Tag- und Nachtgleiche am 21. März. Und das ist sozusagen der Kanal schlechthin, der sozusagen richtig hier durchschießt. Wieder, ne? Boah, es geht voll rein in die höheren Ebenen. Und dann fließt die Energie, die neue Willensenergie des planetarischen Jahres, fließt ein und gestaltet das, was dann für das kommende Jahr für diesen Planeten relevant ist. Und der Löwe ist eine verdichtende Energie, eine Sonnenenergie. Hier wird die Energie des Selbstes gepusht. Also das ist die Wärme, die wir haben, diese 37 Grad oder wie viel das sind, die Wärme, die uns antreibt, der Wille, der uns antreibt, der uns
integriert in diesen Körper, in unsere anderen Körper, in Astral, Mental und was weiß ich, was da alles noch ist. Also das, da ist der Wille, hält uns zusammen. Dieser Wille hält uns zusammen, der über die Sonne reinkommt, weil es der Liebesaspekt ist. Liebe ist Magnetismus, also passt, wird das sozusagen zusammengefasst. Und hier ist es dann die Realisierung, wie ich eben schon gesagt habe, die dann durch die beiden Kardinalzeichen eben besonders tief ist, weil der Steinbock als Qualität ist eben die Energie der dunkelsten Energie, also der tiefsten, dunkelsten Energie, reine Physis. Ja. Also da geht der Strahl, der erste Strahl eben auch mit rein und gestaltet kreativ. Das habe ich eben schon erzählt. Der intensivste Aspekt des ersten Strahls wird hier eben durch den Widder eingeflossen, also fließt da ein. Und jetzt habe ich hier nochmal aufgeführt, mit welcher Energie hier gearbeitet wird. Also der Mars als sechster Strahl ist die Hingabe, Merkur vierter Strahl ist Konflikt und Lösung und Uranus göttliche Ordnung, der Plan. Das habe ich aber eben auch schon in dem Gespräch erwähnt. Das müssen wir also jetzt nicht nochmal weitermachen. Das könnt ihr auch später hier nachlesen. Ich bin jetzt hier jetzt wirklich schon am Ende, will aber trotzdem nochmal hier durchhuschen. Der Mars bringt eben nicht nur den sechsten Strahl zum Ausdruck, und das finde ich auch wichtig für zukünftige Forschung, sondern eben auch den ersten Strahl, das Meister Ike hat das so vermittelt, sowie den vierten Strahl, was KPK uns vermittelt hat. Also wir haben auch hier diese drei Strahlen, sechster Strahl, erster Strahl, vierter Strahl. Und wenn ihr euch das jetzt mal so in so einem Mix vorstellt, dann entsteht wirklich der Mars. Also das ist wirklich die Energie, die der Mars zum Ausdruck bringt. Also das Ganze muss aufgemacht werden, die ganze Strahlentheorie, auch Alice Bailey und Balkul haben angefangen, aber es geht hier weiter. Also wir müssen das hier jetzt erweitern. Das ist jetzt die Zeit dafür, dass wir damit auch irgendwann mal konkret praktisch arbeiten können, weil bisher kann man mit diesen ganzen Dingen kaum praktisch arbeiten, aber das wird noch kommen. Ja, dann haben wir auf der Seelenebene, und ich mache auch nur dieses eine Tor, also keine Angst, die anderen Möwe und Steinbock, das lasse ich weg. Der Merkur wird eben hier dem vierten Strahl zugesprochen und KPK und EK geben noch den dritten Strahl dazu, das Erschaffen von Strukturen und Formen, eben auch mentale Strukturen und Formen. Die sind die Voraussetzung dafür, dass physische Formen entstehen. Sonst funktioniert das ja nicht. Und da ist einfach auch ein interessanter Bezug dazu. Und kann man sich auch vorstellen, ne, wenn man sich so keine Ahnung von den sieben Strahlen hat, denkt man Merkur, ja, dritter Strahl, ist doch klar, Intelligenz. Und fünfter, Wissenschaft. Wahrscheinlich ist es auch der fünfte, der da noch mit drin steckt, vermute ich. Ist aber von diesen beiden Lehrern und von dem dritten Lehrer nicht angegeben. Ich würde sagen 4, 3 und 5 oder 3, 4, 5. Wir kommen durch den Merkur zum Ausdruck. Bitte fragt mich jetzt nicht Persönlichkeit, Seelenebene, hierarchische Ebene, welcher Planet da jetzt zu welcher Ebene gehört. Da hat Kumar freundlicherweise, nachdem ich ihn jeglich Jahre genervt habe, hat er mir tatsächlich eine Tabelle gegeben, wo er die 7 Planeten mit Seelenstrahl und Persönlichkeitsstrahl benennt. Die ist auch hier in den dann folgenden Tabelle ist der gleich eingearbeitet. Hier nochmal eben der siebte Strahl, der eben durch Uranus zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel ist ganz interessant, dass der siebte Strahl, der hierarchische Plan hier oben im Widder, nun hier voll durchsticht im Wassermann, wo der siebte Strahl durch alle drei Ebenen reicht und herrscht. Ja. Das ist übrigens auch eine Veränderung, die eingetreten ist. Früher war hier Jupiter, ja, hier, und hier oben war Sonne oder keine Ahnung was jedenfalls. Nach KPK ist es so, dass das sich verändert hat. Also das Ganze ist ein dynamisches System. Auch das ist hier nicht starr, sondern der planetarische Herrscher. Früher war zum Beispiel im Wassermann war es dann der Saturn, der hier herrschte. Ja? Und der esoterische Herrscher war Jupiter. Und den dritten weiß ich jetzt nicht mehr. Und hier war Jupiter der Herrscher in den Fischen. Innerhalb von 150 Jahren oder 100 Jahren oder ein bisschen mehr
hat sich das so geändert, dass wirklich eine andere Energie durch diese Zeichen fließt. Und darum flutscht dann auch sozusagen ein neuer Herrscher da in diese Energie rein, weil der das besser zum Ausdruck bringt. Also auch das ist dynamisch, wenn auch vom zeitlichen Aspekt her natürlich viel, viel breiter. Also dauert alles viel länger. Aber das hier ist recht schnell gegangen. Und Uranus ist für seine Geschwindigkeit bekannt. Also zack, 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 hat er den Wassermann gesetzt. Und dieser Uranus des ersten Strahls, der im Widder einfließt, setzt sich hier um. Also deswegen diese Power des ersten Strahls, die wir im Wassermannshalter erleben, erster und siebter Strahl, das ist eine riesige Power. So, was habe ich denn hier noch? Ja, das habe ich alles schon erzählt. Warum kommt das nochmal? Achso, hier ist die Zuordnung von Planeten zu Strahlen. Das werde ich mit euch jetzt nicht mehr durchgehen, aber das könnt ihr euch reinziehen über das Video dann. Hier sind tatsächlich die Planeten aufgegeben, die durch Zuordnung von E.K. aus seinen Schriften und durch Zuordnung von K.P.K. nicht erreicht haben. Genau. Ja, gut. Ja, 20 Uhr. Jetzt habe ich noch eine kleine tolle Sache, die ich euch noch zeigen möchte. Die dauert 2,5 Minuten. Und was habe ich denn jetzt schon wieder? Achso, ich bin zurückgegangen. So. Achso, diese Tabelle ist nochmal sozusagen andersrum. Da sind dann Sonne, Mond und Merkur bis Pluto alle drin, die ich so an Zuordnungen gefunden habe durch diese drei Lehrer. Ich habe auch noch eigene Ideen dazu, aber die habe ich jetzt mal rausgelassen, sondern nur die genommen. Und ihr seht hier, bei der Venus haben wir schon vier, also irgendeiner muss da noch weg. Aber das sind so die Angaben, die so gemacht worden sind. Und das ist auch eine interessante Tabelle, die man sich nochmal in Ruhe zu Gemüte fügen kann. Vor allen Dingen, wenn man mit Astrologie arbeitet. Das ist eigentlich, diese beiden Tabellen sind für Leute, die mit Astrologie arbeiten wollen und die Strahlen integrieren wollen. So, und jetzt kommt eben dieses Video gleich. Hier seht ihr die Quellen und so, bla bla. Alles ist da drin, wo ich das raus habe. Und jetzt kommt das hier und das möchte ich euch zeigen. Wo geht denn das hier an? Pass mal auf, das ist nämlich die Sache mit der Spirale. Die ist einfach hier klasse dargestellt in diesem Video. Los geht's. Tausend Kilometer pro Stunde. Mein Gott. Ist das nicht toll? Thank you.
Ja, und jetzt kommt noch die letzte. Nee, genau. Da seht ihr die Spirale wieder, mit der wir angefangen haben. So, und nun, ja, das war's.